Und weiter geht es mit einer zwergenstarken Folge Return to Moria. Wir sind hier weiter am Erkunden, sind hier in diesem neuen Gebiet. Und warum ist die Wand zu? Ich kam doch von hier. Ich habe das Spiel jetzt... Oh, warte mal. Nochmal neu gestartet, weil ich offline war. Hä? Warum haben die mich hier zugebuddelt? Warte mal, ich mache mir den Weg mal frei, nicht, dass ich hinterher flüchten muss. Das ist ja frech. Gut, also, wir haben hier viele Häuser wieder. Wir könnten hier einiges verdeppern. Wir könnten hier nochmal Eisenerz rausholen mit diesem roten Kristall. Ich weiß nicht, ob ich hier Eisenholz rausholen soll. Ich habe hier eine Menge, oder? 27. Ich habe ein bisschen Angst, dass dann auch immer eine Horde jetzt bald ansteht, wenn ich jetzt hier so viel Krach mache. Aber wir schauen mal, was hier oben ist. Ich dachte vielleicht eine Truhe oder so, ne. Wir schauen uns nochmal ein bisschen kurz um, weil manchmal gibt es da ja auch Holz und so drin. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Ach guck mal, hier können wir uns auch ein kleines Lager bauen. Schmiede und so. Wäre hier so ein Teleportationsstein, würde ich sagen, machen wir ein ganz kleines Lager, aber hier ist hier gar nichts. Das wäre mir zu teuer. Schauen wir erstmal, was hier oben noch ist. Warte mal, was war das hier unten? Achso, Steine. Oh komm, mach doch ein bisschen Licht. Bring ich mal Licht in die Bude. Und das dahinter. Mal da was machen, nee, ne? Ach, eine Laterne. Ja, gut. Hier scheint nichts Interessantes zu sein. Ich schlag das hier mal auf. Ein bisschen mache ich. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel, Leute. So, das sollte erstmal reichen. Nicht gierig werden. Weil ich muss ja noch den Weg zurück, ne? Das wäre... Zack, zack, zack. Zack, uiuiui. Das ist schon ein Stück. Ohne Teleportation, das ist auf jeden Fall schon ein ordentliches Stück. Da hinten geht es auch noch weiter. Eieiei. Ich gehe erstmal in die Häuser. Jetzt mal, war ich hier drin? An der anderen Seite. Ich habe auf jeden Fall Kollegen. So. Ja, ich würde ganz gern zerschlagen, ne, wegen dem Holz und so. Aber ich glaube, das sollten wir echt lassen. Erstmal. Ist hier keine Kisten oder so? Oh nein, nicht in den Nebel, bitte. Bitte nicht rein. Super, da unten kann ich vergessen. Ist hier diesmal eine Truhe? Aha. Ja, super. Na gut. Und hier Holz. Das ist gut, Eisenholzlager. Warte mal, können wir das abbauen? Ja, super. Das hat jetzt nichts gebracht, außer Krach. Gut, das ist die goldene Frage. Sollen wir rüber? Warte mal, hier waren wir auch noch nicht drin. Hier ist ein Zeug zum Zerschlagen. Ich will erstmal schauen, was da hinten beim Nebel ist. Scheint mir interessant zu sein. Kann ich hier dran bauen? Scheint ganz gut zu funktionieren.
Okay, der geht auch noch. Na dann. Ja. Ich brauche halt die neuen Waffen, ne? Ich würde ganz gerne die neuen Waffen haben. Aber ich habe bis jetzt noch nichts von dem neuen Material gesehen. Keine neue Schmiede. Oh. Troll! Did he see us? Troll Drisius, ja. Da hinten ist ein Schatz. Wie ich das hin? Der scheint ja irgendwie festzuhängen, ne? Alter. Mein Glück. Was sollen wir mal weghauen, ne? Ja, wir machen da kaum Schaden und mit der Hacke. Aha. Nehmen wir uns den Kram mal. Und voll. Mhm. Nee, Minzsamen behalte ich. Gucken, ob wir hier noch was staken können. Okay, gut. Hier haben wir Gold, oder? Ah, das ist hier schon ein bisschen crazy, ne? Immer von der anderen Seite der Troll. Scheint hier irgendwie festzuhängen. Ach komm. Das glaube ich auch. Ah, hast du auch ganz gut hinbekommen. Der hängt da fest. Der kann da ruhig so bleiben. Also hier könnte ich mich durchbauen. Das macht einen Haufen Krach. Mal ganz kurz schauen, ob da irgendwas Interessantes hinter ist. Drück mir die Daumen. Ah, die Horde. Das ist schon ziemlich hart an der Grenze, ne? Na super, ist ja noch einer. Noch irgendwo lang? Nee. Wir brauchen nur Gold. Hey, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier lieber raus. Dann war hier nur eine Statue. Ich glaube, wir sollten erstmal zurück, oder? Oh, mit denen habe ich echt Glück, ne? Gut, da haben wir die Gegend schon mal ready. Hier wäre nochmal dieses Eisen. Mit diesem roten Kristall. Und ich 5 habe. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wir könnten hier hinten nochmal das Eisen abbauen. Das so ein bisschen ausreizen. Ich schau mal. Komm. Sing doch. Eine Option. Kein Singen. Heute hat er keine Lust. Ja, wir können noch ein bisschen sammeln. Ein bisschen geht noch. Sehr gut. Hä? Warum wollte er gerade nicht hacken? Nur Eisenerz ist halt voll. Bei Eisen haben wir eigentlich eh. Es geht, glaube ich, mehr an dem roten hier, ne? Den roten Kristall. Ich werfe aber gleich was raus und nehme lieber Eisen mit.
Hier ist noch Adamant. Brauchen wir auch. So. Achso, Ausdauer, ja klar. Ja, komm. Adamant. Was könnten wir tauschen gegen Adamant? Ja. Stoff brauchen wir. Obwohl, Stoff haben wir sehr viel da, ne? Glaube ich. Saphir. Davon haben wir sehr viel in der alten Base. Dann nehme ich lieber Adamant mit. Hallo? Komm. Nein. Geht doch. Es geht doch. Okay, soweit. So gut. Ich würde sagen, wir sollten erstmal zurückgehen. Oder soll ich hier ein bisschen noch zerschlagen? Geht die hier mit mir durch? Ich würde sagen, ja. Eine Statue. Oh nein. Wollte ich gar nicht. Na super. Ah, ich wollte das gar nicht reparieren. Das hat mich jetzt nur Material gekostet. Okay. Machen wir mal die Schränke hier. Das hat viel gegeben. Gut, ich würde sagen, jetzt erstmal zurück. Nicht übertreiben. Wir haben eine sehr volle Tasche. Bloß nicht. Was war denn das hier? Ja, die kann ich mitnehmen. Bloß nicht übertreiben, Leute. Komm, dich nehme ich aber noch mit. Okay, so weit, so gut, oder? Hier habe ich auch ordentlich gesammelt. Hier gibt es auch noch sehr viel Kram. Sehr viel Holz. Den kann ich leider noch nicht reparieren, ne? Da brauche ich... Oh, Verzweiflung, wäre super. Ah doch. Oh, sehr gut. Sehr schön. So, komm. Taquadurin rabia kudrir nachel imdurta. Wunderbar. Tell Durin wakes from sleep. Sehr schön. Jetzt müsste der Nebel auch verschwinden, ne? Nein? Doch, ich wollte schon sagen. Und hier ist schön hell. Wunderbar. Es ist doch einfach wunderbar. Oh, okay, ich habe jetzt ein bisschen sehr ausgereizt. Oh, das ist gut. Können wir mehrere solche bauen, ne? Guck mal, wir sind hier lang. Da war jetzt fertig. Da war ein bisschen zu hart, weil da ja das Ork-Lager ist. Wir geben jetzt erstmal den ganzen Kram ab. Und dann müssen wir hier halt hoch, ne? Oh, die sind ja immer noch da. Logisch. Die habe ich auch noch vor der Haustür stehen. Aber gut, die kämpfen. Das gefällt mir. Dann liegt da vielleicht ab und zu mal irgendwann so ein Haufen Kram.
Komm, wir sind gleich da. Perfekt. So, ich mach mal schon mal was zu essen. Und dann legen wir uns sofort hin. Aber ganz schnell. Hui. Glück gehabt. So. Also wir haben noch ein neues Rezept hier. Lichtapfel. Brauchen wir dafür. Aha. Ich sortiere erstmal alles ein. Oh ne, warte mal. Wir essen uns erstmal was. Eine schauen wir wenigstens. So. Ja, Zwiebeln. Das habe ich leider keine Ziege gesehen gehabt. Ich würde es echt gerne mal testen, ne? So, jetzt erstmal sortieren wir nach dem Essen und Samen halt auch. Ich glaube ansonsten, ja okay, Hafer, Gewürze. Haben wir noch was hier drin? Ah, guck mal hier. Das sieh mal einer an. So. Wie sieht's denn mit der Edelsteinkiste aus? Die ist in der Ecke, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Harz hauen wir da rein. Das sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, die Seite. Sammle ich auch mal hier dran. Bleib bloß weg. Oh, sehr geil. Guck mal, wie viel Holz wir davon mittlerweile haben. Sehr, sehr nice. So, die Erze packe ich dann zur Seite. Leder kann hier noch rein. Hier noch so Wurfkristalle. Ach, guck mal, so Beeren. Übersehen. Ich weiß nicht, ob ich davon ein bisschen mitnehmen soll. Das Quarz auf jeden Fall. Ich nehme mal 20 mit. Man weiß ja nie, ob man die braucht am Ende. Kohle. Vielleicht um ein paar Lichter anzumachen. Die Schritte hören sich nicht. Nein. Die Schritte hören sich nicht gut an, wollte ich gerade sagen. Vor der Tür? Ich hoffe mal nicht. So, rein damit. Und dann nochmal in die Erzkiste. Oh ja, wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Barren brauche ich, glaube ich, keine machen. Ne? Wir haben von allem was. Hier kann ich eh nichts machen. Den Schlüssel brauchen wir die hier. Und da habe ich das Rezept, glaube ich, noch immer nicht, ne? Ich schaue nochmal nach. Miede, Schmelzofen. Nö. Unser eigener auch nicht. Warte mal, ich habe ja jetzt Holz. Habe ich vielleicht genug Material, um neue Sachen zu machen? Aha. Große Feuerstelle. Wow, wow. Die passt. Wow, okay. Ja. Pack die mal weg kurz. Dann lerne ich doch bestimmt ein paar Sachen, oder? Die nimmt aber echt viel Platz, Leute. Wo haue ich die hin? Feuerstelle, haben wir noch irgendwas? Oh, das war schon ein dickes Ding. Hierfür baue ich halt die Barren. Aber vielleicht lerne ich die ja. Ach, guck mal hier, der Schmelzofen. Wow.
Okay. Ich glaube, das Teil baue ich dann hier erstmal ab. Wo war der denn jetzt hier? Könnte ich den hier hinsetzen? Aha. Aha. Ja, perfekt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal Holz sammeln gehen. Ah, der passt gerade so rein, ne? Was mit der großen Feuerstelle? Ich baue die einfach mal. Ein herrschaftliches Bett. Noch was gelernt, außer das Bett jetzt? Nö. Kann ich die eigentlich erstmal wieder abbauen, oder? Nein, das wollte ich nicht. Oder haben wir irgendwie ein besonderes Rezept? Das nimmt sehr viel Platz, ne? Dann baue ich mir lieber hier die Mühle hier hin. Schon geil, ne? Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Das heißt, ich muss am besten jetzt eben mal Erz sammeln gehen, würde ich sagen. Golderz. Das ist eine sehr gute Neuigkeit. Geil. Komm, hau die mal so rein. Wir hätten ja eine Stelle, da war eigentlich easy zu sammeln. Oh, gut. Die sind wirklich hier. Ja, die kriegst du bald. Versprochen. Okay, das war doch schon mal ganz gut. Ihr könnt ruhig weiterkämpfen. Kein Problem. Dann holen wir jetzt noch mal ein bisschen Golderz. Da war ja eine richtig dicke Ader, ne, die wir noch nicht ausgeschöpft hatten. Ein bisschen Fleisch kann auch nicht schaden. Den einen lassen wir da erstmal. Das war links. Was ist denn das gerade? Das war auf jeden Fall hier auf der linken Seite. Geil. Das heißt, wir können jetzt als nächstes unsere neuen Waffen und so machen. Das ist mega. Jetzt muss ich nur schauen. Das war, glaube ich, hier links auf der Seite. Oder war das im nächsten Raum? Ah, da ist es doch. Da sehe ich doch die Goldader. Da ist sie doch. Ganz ruhig hier. Ich baue erstmal hier unten ab. Ja, hast du dir verdient. Was hast du da gemacht? Das war wieder ein neues Lied, ne? Das hatten wir vorher nicht gehabt. Beim Gold hatten wir jetzt ein neues Lied gehabt und jetzt direkt nochmal eins. Nice. Also ich weiß nicht, die Lieder, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Ja, das nicht. Das war jetzt nicht so cool. Lieder sind schon, die haben was, ne? Finde ich geil, dass sie es eingebaut haben. Ich finde, das passt perfekt. Wir nehmen uns auf jeden Fall jetzt einen Haufen Gold mit. Diamant brauchen wir auf jeden Fall auch eine Menge. Und ich denke, ich muss irgendwann mal nochmal zurück, um mir
ein bisschen von dem Dingens hier zu holen. Er ist nochmal Granit. Jetzt werden wir bestimmt noch für die ein oder andere Statue brauchen. Aber momentan läuft es doch ganz gut. So, hau mal schön rein hier. Dann ist ja doch nicht verkehrt, dass ich hier einiges an Eisenerz noch gesammelt habe, ne? Hat sich das doch gelohnt. Ah, komm. Hallo? So, darf ich jetzt? Perfekt. Ja, wir haben hier auf jeden Fall eine echt dicke Ader. Das gefällt mir. Wie haben wir denn jetzt? Ist einiges auch runtergefallen, naja. Ganz gern das Stück hier noch, was hier so rumschwebt, weghauen. Ansonsten einmal hier. Alles klar. Ja, damit. Okay, wir haben hier noch genug Gold. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir müssen jetzt nicht alles mitnehmen. Warum nimmt die Steine nicht? Ich würde sagen, das langt erstmal. Ja, doch. Damit können wir einfach schon mal einiges anfangen. Ich denke, damit sollten wir doch unsere Rüstung machen können, oder? Also unsere Ausrüstung, ja gesagt. So. Sehr nice. Da müssen wir halt nur in diese große Schmiede zurück. Da habe ich jetzt leider keinen Teleporter, ne? Das wird auf jeden Fall eine Menge Lauferei sein. Also irgendwie manchmal stehen die da rum, bekämpfen sich nicht. Dann auf einmal, wenn ich in der Nähe bin, dann greifen die auf einmal an. Ich glaube, die sind auch nicht ganz richtig im Kopf, ne? Was ist das für einer? Ja, jetzt piekst er den. Und der hatte eine krasse Rüstung, ne? Oh. Hier nicht. Der hat auf jeden Fall eine saftige Rüstung an. Was haben wir denn hier? Ein Stückchen Holz. Kann man doch mitnehmen. So, home sweet home. Perfekt. Ah, wunderbar. Die ersten Barren sind sogar schon fertig. Dann können wir direkt die nächsten reinhauen. Ah, doch, sehr gut. Guck mal, wie viel wir machen können. Perfekt. Das ist doch wunderbar. So. Okay, das sieht soweit gut aus. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie viel wir nochmal genau brauchen. Passt. Warte mal, Herd. Haben wir auch einen neuen Kram? Aha. Omas Schmortopf. Hm, klingt das gut. Wo ist sie denn jetzt? Die... War das die hier, ne? Nee. Ja doch. Feines Leder brauchen wir auf jeden Fall. Also den Hammer würde ich auch ganz gerne haben. Das heißt, wir brauchen schon mal eins... zwei, dreimal feines Leder. Mhm, ganz schön frech. Dreimal feines Leder. Eine Rüstung haben wir aber nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ah, warte mal. Ich hoffe, wir müssen gar nicht unbedingt dahin. Ich habe hier einen Herd. Brautrank, ja, der ist, könnte man aber sogar hier hinstellen. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir können doch die Schmiede. Könnten wir direkt mit der vor Ort schmieden? Boah, ist die aber teuer. Hui.
Kriegen wir da aber noch mehr Formeln, vielleicht Rüstung und so? Das könnte sein, ne? Ich denke, wir sollten die machen. Wo ist die denn jetzt? Hier. Nimmt auch ziemlich viel Platz. Jo. Das ist jetzt... Was, wenn ich das hier mal weghaue? Das kann ich auch woanders platzieren. Ich hoffe, das passt hier rein. Anforderung. Will er nicht. Was, wenn ich nebenan... Ich teste jetzt nochmal ganz kurz was. Hier würde er akzeptieren, aber hier so im Freien... gesammelt. Ah. Ansonsten halt hier. Warum nicht, oder? War das sogar noch in unserem Gebiet? Mehr oder weniger. Hauen wir das Ding mal hier hin. Was soll's. Uiuiui. Habt ihr den Kopf gerade gesehen? Okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht zurücklaufen. Ich brauche aber dafür mehr Barren. 3. Oh, so ein Speer. Gegen was ist denn gut? Einfach hier einzelne Ziele. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Menge Feinleder. Ich würde sagen, ich baue mir hier auch mal so ein Tor. Sagen sogar so eine. Dann erweitern wir das Lager halt so ein bisschen. Die will hier nicht rein. Und wie sieht es mit Granit aus? Würde das gehen? Also einigermaßen, ne? Einen Augenblick mal. Gut. Dann haben wir den Raum hier schon mal safe. Dann baue ich mir vielleicht noch mal so 2 Türen. Einmal hier. Obwohl, ist das nötig? Ich würde sagen, so passt schon, ne? Gut, dann haben wir da unsere Schmiede. Den Schmelzofen vielleicht dahin ballern? Ich weiß nicht. So schön ist, wir können noch ein bisschen davon machen. Und dann müssen wir halt... Wo ist mein Webstuhl hier hinten? Er sagt nicht, uns fehlt Salz. Bisschen. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Ah, gut, Leder reicht sogar aus. Ist schon mal schön.
Das dann mit dem Barren. Ich schau mal ganz kurz von hier drüben. Hier haben wir leider nicht so viel Platz, ne? Ich dachte eigentlich, hier haben wir ultra viel Platz, aber anscheinend nicht. Schmiede. Also. Hier steht Kriegshammer. Warte mal. Kriegswaffe der Zwerge. Aha, die liebste. Das sieht mir eher nach einer Hacke aus, anstatt wie ein Hammer. Der wird zum Reparieren, oder wie? Außer gegen gepanzerte Feinde. Klingt vernünftig, also ich bräuchte dann 3. 5. 8. 10. Warte mal, das machen wir jetzt noch eben. Sehr schön. Warte mal. Brauche ich jetzt drüben, obwohl ich glaube, das ist noch verbunden, ne? Ich glaube, das ist miteinander noch verbunden. So. Ich habe eher als im Inventar, fällt mir gerade ein. Also der Hammer auf jeden Fall, sehr wichtig. Und die Orks. Zack. Perfekt. Nur das kann ich mir noch nicht machen. Geh mal ganz kurz zurück, schon mal rein. Falsch. Ups. So, also ich würde sagen, wir rüsten uns mal kurz eben aus. Uiuiui. Der Hammer. Aber dann brauchen wir das Schwert erstmal nicht. Würde ich sagen. Ist das jetzt auch eine Picke? Mit der wir abbauen können? Warte mal. Muss ich mir jetzt mal eben anschauen. Ah nein. Ach, das ist echt. Aha. Also eine Zweihandwaffe. Das heißt, die kann raus. Die kann dann hier rein. Dann baue ich mir vielleicht noch kurz einen Waffenständer. Oder habe ich noch irgendwas Neues hier? Hier ist noch... Ah, ist Stahl. Da mache ich aber kein Lager für. Nee, nee, das muss nicht sein. Hier hätten wir auch noch Platz. Gut. Dann schauen wir es nochmal kurz eben an. Der Mann sieht gut aus. Oder was meint ihr? Mann sieht doch ganz gut aus. Und dann mit dem Schild. Okay, das ist eine Zweihandwaffe. Und die Axt. Alles klar. Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.